für welches Problem ist die Digitalisierung die Lösung? Und jetzt fragen Sie sich vielleicht, wie kommt man auf so eine komische Frage? Man kommt auf so eine komische Frage, wenn man ein Soziologe ist, der nicht nur, es wurde schon eingeführt, irgendwie sich für Theorien interessiert und dann auch noch für systemtheoretische Sachen, das sind alles ganz schlimme Dinge, sondern der auch empirische Sozialforschung betreibt. Und der empirische Sozialforschung in der Art und Weise betreibt, dass wir als Sozialwissenschaftlerinnen und Sozialwissenschaftler zunächst einmal Phänomene vorfinden, die wir beobachten können. Wie wir sie beobachten, darüber will ich jetzt nicht reden, darüber könnte man mehrere Abende reden. Wir sehen also etwas, das geschieht. Wir machen das methodisch kontrolliert. Und dann müssen wir uns einen Reim darauf machen. Und ich mache mir einen funktionalistischen Reim darauf. Dieser Reim lautet, wenn etwas persistiert, auf Deutsch sozusagen eine Ausdehnung in der Zeit hat, sich wiederholt, Strukturwert bekommt, dann scheint es sich zu bewähren. Bewähren ist nicht was Gutes und es können sich auch ganz schreckliche Dinge bewähren. Wenn also sich etwas bewährt, das heißt, wenn gesellschaftliche Akteure an diese Dinge anschließen und sie persistieren lassen, dann scheint es doch so zu sein, dass das, was man da als Ding, als Geschehen, als Ereignis beobachten kann, ein Problem zu lösen. Ich behaupte, dass Digitalisierung auf die Unsichtbarkeit des Gegenstandes reagiert. Das gilt auch den Gegenstand Gesellschaft. Digitaltechnik ist ja nicht nur eine, die es was mit Sozialdaten zu tun hat, sondern mit allen möglichen anderen Daten auch. Ich nenne Ihnen mal ein Beispiel. Ein Kugellager ist eine sehr analoge Technik. Sie können in einem Kugellager heute, das wird auch permanent gemacht, Sensoren anbringen, an deren Schwingungsmuster man erkennen kann, wann dieses Kugellager kaputt geht. Man kann es dann auswechseln, bevor es bereits kaputt ist. Damit spart man viel Geld, weil die industriellen Prozesse nicht unterbrochen werden müssen. Also das ist ein Beispiel, das jetzt eigentlich nicht für die digitale Gesellschaft steht, aber die Digitaltechnik geradezu parabolisch auf den Begriff bringt, weil man sieht, man braucht Erfahrungswerte, die in bestimmten Mustern auftauchen, die man nicht unmittelbar sehen kann. Also jemand, der ein Kugellager sich anguckt, wird daran nicht erkennen können, ob es kaputt geht oder nicht. Mit einer bestimmten Form von Technik und seiner digitalen Auswertung ist das möglich. Und das Gleiche gilt erst recht für die Gesellschaft. Ich behaupte, dass das Problem, für das die Digitalisierung eine Lösung ist, bereits in einer digitalen Gesellschaft existierte, in der es noch keinen Computer gab. Ich datiere das ungefähr auf die Entstehung moderner westlicher Nationalstaaten Ende des 18., Anfang des 19. Jahrhunderts, mit der Entstehung tatsächlich der Nationalstaaten, des Betriebskapitalismus, moderner Formen von Verwaltungen, von Stadtplanung, von Verkehrsplanung und Ähnlichem. All das hat es in der Menschheitsgeschichte immer gegeben, man konnte aber auf analoge Erfahrungswerte zurückgreifen. Allein die einfache Frage, wie viel Weizen im Umkreis einer Großstadt angebaut werden muss, damit an jedem Morgen Brötchen oder in Bayern Semmeln zur Verfügung stehen, ist eigentlich eine banale Frage. Aber sie ist eine neue Frage für eine Gesellschaft, in der Sozialplanung tatsächlich für größere Räume gemacht werden musste, bei denen man die Erfahrungswerte berechnen muss. Das heißt, die werden bereits digitalisiert. Die Frage, wie viele Lehrpersonen braucht eine Gesellschaft, die darauf angewiesen ist, Bildung zu befördern. Die Frage, wie viel Versorgungsmöglichkeiten medizinischer Natur müssen ab einer bestimmten Zahl von Menschen in einer Stadt da sein. Wie breit muss die Kanalisation sein, damit es wirklich fließt? Was braucht man für Material, um ein stehendes Heer organisieren zu können? Also die Fragen sind Legion. Und diese Fragen sind es, die letztlich durch statistische Mittel, durch die Erfindung des Homme Moyen,
des Durchschnittsmenschen, des Mittelwertmenschen beantwortet worden sind. Es gab eine völlig neue Form der Selbstbeobachtung der Gesellschaft durch sich selbst. Man hat sozusagen beobachtet in der bürgerlichen Gesellschaft, die ja davon beseelt war, die Entscheidungsmöglichkeit des einzelnen Bürgers als Subjekt stark zu machen, dass die Subjekte sich an Programme halten, die interessanterweise starke Muster sind, die man letztlich quantitativ beschreiben kann. Also die Frage zum Beispiel, wie das Verhalten von Menschen unterschiedlicher Schichten und Klassen ist, war für Sozialplanungsfragen außerordentlich wichtig. Man hat es an bestimmten Fragen festgemacht. Sie kennen das hübsche Programm der romantischen Liebe als literarische Form seit dem 18. Jahrhundert. Die romantische Liebe zeichnet sich dadurch aus, dass die Liebenden sozusagen die ganze Welt, wie sie da ist, auf ihre eigene Subjektivität zurückführen und die sozusagen die authentischste Entscheidung, die wir überhaupt treffen können, die ist für den anderen oder die andere. Und dann kommen Statistiker und stellen fest, dass wir uns nach ziemlich berechenbaren Regeln verlieben. Meistens in Leute ähnlichen Standes, in Leute ähnlicher Konfession, in Leute ähnlichen Bildungsgrades, übrigens mit starken geschlechtlichen Unterschieden, man könnte sagen, bis in die Gegenwartsgesellschaft hinein. Das ist eine Demütigung zunächst einmal, die Demütigung nämlich, die uns zeigt, dass die Gesellschaft selber wie ein Kugellager aus Mustern besteht, die durch Datensätze erst sichtbar gemacht werden können. Und deshalb behaupte ich, dass die moderne Gesellschaft seit der Zeit, die ich genannt habe, tatsächlich so etwas wie eine digitale Gesellschaft bereits gewesen ist. Die Selbstbeobachtung der Gesellschaft hat auf diese Formen umgestellt. Und wenn ich die Frage beantworten will, für welches Problem die Digitalisierung eine Lösung ist, dann ist eines dieser Probleme das Problem der Selbstbeobachtung der modernen Gesellschaft. Man kann sich vorstellen, dass die Digitaltechnik, wie sie entsteht, erfunden werden müsste, wenn es sie nicht gäbe, weil die in der Lage ist, genau das zu tun, was offenbar als eines der großen Selbstbeobachtungsprobleme der Gesellschaft genannt werden kann, wie ich das gerade versucht habe zu entwickeln. Wir können ein Wissen generieren aus Datensätzen über das künftige Verhalten von Menschen. Wir können, wenn wir Marketing machen wollen, aus den Daten Kaufentscheidungen herauslesen, die diejenigen, die das tun, noch nicht kennen. Und sie werden sagen, das könnte man jetzt feiern, man kann es auch kritisieren. Interessant ist daran, dass sozusagen diese dritte Entdeckung der Gesellschaft ganz neue Steuerungs- und Kontrollformen produziert. Dirk Becker, der hier ja auch schon gesprochen hat, hat die wunderbare Unterscheidung von Kritiküberschuss der alten Buchwelt und Kontrollüberschuss dieser Datenwelt formuliert. Die Musterhaftigkeit der Gesellschaft ist also das Material der Digitalisierung. Und ihr Schlüssel ist ihre Technizität. Und deshalb muss ich auch über Technik reden. Wovon unterscheiden wir Technik? Wir unterscheiden Technik gerne von Humanität. Sie kennen den Diskurs, ne? Das ist ja nur Technik und nichts Menschliches. Das ist schon deshalb Unsinn, weil es auch menschliche Techniken gibt. Wenn Sie zum Beispiel, weiß nicht, ob Sie tanzen können, also ich kann es nicht so doll, aber wenn Sie tanzen, dann brauchen Sie Techniken. Oder wenn Sie Sport machen, brauchen Sie Techniken. Wodurch zeichnet sich das aus? Dass Sie in dem Moment, in dem Sie das machen, nicht darüber nachdenken müssen. Also wenn Sie, was weiß ich, was nehmen wir für einen Sport, wenn Sie Fußball spielen und darüber nachdenken müssen, wie man den Ball trifft, werden Sie ihn garantiert nicht treffen. Erst wenn Sie Ihr Verhalten technisiert haben, werden Sie den Ball treffen. Dann kann man Technik von Kultur unterscheiden. Das ist auch irgendwie komisch, weil Technik ja selbst eine kulturelle Erscheinung ist. Das muss man, glaube ich, nicht weiter erklären. Es gibt kulturabhängige Formen dessen, welche Technik eigentlich plausibel ist und welche nicht. Also gucken wir genauer hin, was Technik eigentlich im Alltag macht. Und dann wird man feststellen, Technik, das ist geklaut von Niklas Luhmann, verzichtet auf Konsenszwänge, wenn sie funktioniert. Und das kann man übrigens besonders dort erkennen, wo wir es mit technisierten Sozialtechniken zu tun haben. Also
Jetzt denken Sie mal gar nicht an Apparate, sondern denken Sie an technisierte Kommunikation. Sie gehen an einen Schalter, wir gehen heute nicht mehr an einen Schalter, ich weiß schon, aber die Älteren unter uns kennen das noch. Sie gehen am Bahnhof an einen Schalter und sagen, ich möchte gerne eine Zugkarte nach Stuttgart haben. Und dann ist es relativ wahrscheinlich, dass der Mensch, der dann hinter dem Schalter sitzt, nicht sagt, ist es eigentlich heilsrelevant für Sie? Oder wie erwarten Sie, dass Schalke nach der Niederlage gegen den FC Bayern letzte Woche wohl abschneiden wird, was eine ziemlich relevante Frage für mich ist? Und so weiter und so weiter. Sondern er wird oder sie ganz eindeutig ganz bestimmte Dinge sagen. Dann nehmen Sie doch das Sparticket, das kostet. Oder wollen Sie nicht den Zug nehmen? Oder das kostet 19,95 Euro. Na, als es noch 19 kostete, war das noch Mark. Aber ist egal. Also sozusagen, die spannende Frage ist gewissermaßen, dass wir ja auch im Alltag viele technisierte Kommunikationen haben und die verzichten auf Konsenszwänge. In solch einer Situation muss ich nicht dem Schaltermenschen sagen, du Schaltermensch, ich bin eigentlich ein total netter Kerl, ich fände es total dufte, wenn du mir jetzt so ein Ticket verkaufen würdest. Das würde man nicht machen, da würde man sich lächerlich machen, sondern das sind technisierte Kommunikationen. Ich nehme das Beispiel nur dafür, um zu zeigen, was Technik eigentlich bedeutet. Technik bedeutet, dass wir etwas bewirken und die Bewirkung selber keinen Konsens braucht, sondern durch das Funktionieren selber funktioniert. Das heißt übrigens auch, dass wir Techniken verwenden können, die wir selber nicht durchblicken. Technik ist fast immer Blackbox. Ja, also ich mache es an nicht-digitalen Beispielen fest. Ein Automobil kann jeder Depp fahren, ohne zu wissen, wie ein Automobil funktioniert. Fast niemand weiß, was passiert, wenn man aufs Gaspedal drückt. Ne? Also was wirklich passiert, das fährt dann irgendwie los, wenn man vorher einen Gang reingemacht hat. Und so. Aber was das heißt, ist eigentlich egal. Und das Spannende ist sozusagen, dass Technik eine Simplifikation durch Ersetzung von loser Kopplung der Elemente durch strikte Kopplung ist. Also lose Kopplung der Elemente heißt, ich frage meinen Mitmenschen, du, gehen wir heute Abend was essen oder ins Kino? Und dann hat er Ja-Nein-Stellungnahmen, die er machen kann. Mit dir gehe ich doch nicht ins Kino. Die Technik kann das nicht. Die ist strikt gekoppelt. Wenn sie funktioniert, dann tut sie, was sie soll. Wenn sie nicht funktioniert, ist sie kaputt. Und die Simplifizierung durch Technik ermöglicht dann erst den Aufbau einer besonders hohen Form von Komplexität. Und das ist das Gleiche, was ich Ihnen vorhin gezeigt habe, mit der einfachen Form, dem einfachen Medium, dem einfältigen Medium des Digitalen, das komplexe Formen hervorbringt. Dagegen könnte man sagen, dass der Funktionsbegriff hier zu freundlich, zu positiv formuliert ist. Funktionieren heißt nicht, dass das gut funktioniert, sondern funktioniert heißt, dass es anschlussfähig wird in bestimmten gesellschaftlichen Zusammenhängen. Ich will am Schluss des Vortrags einen Hinweis geben, was man mit so einer Theorie anfangen kann, wenn man sich mit einem konkreten Fall beschäftigt. Die Datenschutzgrundverordnung ist so ein schönes Beispiel. Die Datenschutzgrundverordnung dient dazu, die informationelle Selbstbestimmung, das ist eine inzwischen rechtlich abgesicherte Formulierung in Deutschland, sichern zu wollen. Also ich komme noch aus einer Generation, in der man noch gegen die Volkszählung demonstriert hat, was ja irgendwie ziemlich witzig ist, weil also wenn Sie heute über den Bahnhof laufen, hinterlassen Sie eigentlich mehr Daten, als die Volkszählung über das ganze Land produziert hat. Aber das Thema ist offenbar ein relevantes Thema. Und dann kann man feststellen, dass es sehr unwahrscheinlich ist, informationelle Selbstbestimmung überhaupt als Konzept zu denken, weil die Information nicht in den Daten liegt, sondern im Beobachter der Daten. Und insofern können Sie die Daten, die durch Ihre Praktiken ohnehin anfallen, gar nicht selbst bestimmen. Also Sie können vielleicht bestimmen, wie viele Ihrer Daten weitergegeben werden, aber Sie können letztlich informationell schon aus kategorialen Gründen nicht selbstbestimmt sein. Das kann man für eine intellektuelle Spitzfindigkeit halten. Ich glaube, es ist mehr. Es ist tatsächlich sozusagen eine Beschreibung der Anschlussketten von Informationen, die durch eine Technik ermöglicht wird, die selbst unsere Begriffe, die wir rechtlich dafür verwenden, ad absurdum führt. Interessant ist daran übrigens auch, dass die Technik als Technik funktioniert. Sie haben bestimmt alle schon mal, wenn Sie eine App gekauft haben, so einen Haken gemacht, dass Sie allem zustimmen. Oder ein Papier unterschrieben, wenn Sie in irgendwelchen Datensätzen auftauchen sollen. Das ist technisierte Kommunikation.
die befreit von Konsenszwängen. Sie müssen viel Handlungshemmung einbauen. Wenn Sie das nicht ausfüllen oder den Haken nicht machen, dann kriegen Sie die App nicht oder Sie werden nicht in einen Datensatz aufgenommen. Aber wir sind inzwischen so daran gewöhnt, dass wir das tun, dass das auch eine technisierte Form der Kommunikation ist, die quasi ritualisiert ist und durch die Ritualisierung letztlich zur Persistierung einer funktionierenden Technik beiträgt. Man kann das jetzt mit kritischer Attitüde beschreiben, man kann es auch nur mit beschreibender Attitüde beschreiben und feststellen, dass die Kategorien ganz offensichtlich durcheinander geraten. Ich war sehr unpathetisch beim Vortrag, das muss ich zugeben. Deshalb schließe ich mit einem pathetischen Satz, damit dies wenigstens auch noch geleistet wird, nämlich: Der Ausgang ist offen. Ob es Freiheitsgewinn oder Zivilisationsverlust ist, das werden wir dann mal sehen. Vielen Dank.